Ja, also vielleicht noch mal kurz. Also das ist es. So, das ist alles, was es gibt. Sitzen und Gedanken und Gefühle und Zimmer und Geräusche und Photon. Körper, Türen, vielleicht Gedanken an was anderes, an andere Möglichkeiten, an morgen, an gestern, an Vorsätze, ja, keine Ahnung. Das ist es, das ist Leben oder Sein oder Gott oder wie auch immer. Im Prinzip das, was dieses scheinbare Ich sucht, aber nie finden kann. Weil das ist eigentlich das Einzige, was dieses scheinbare Ich macht, suchen. Und vielleicht auch eine Art finden, suchen und finden. Selbst das natürlich nur scheinbar, weil da ist natürlich kein Ich, das sucht und findet. Wovon hier gesprochen wird, ist quasi das Ende von diesem Ich, von dieser suchenden Energie, also das Ende von dem, der sucht, was natürlich das Finden völlig überflüssig macht. Und es scheint so zu sein, dass wenn dieses scheinbare Ich, wenn dieses Absichtsvolle, wenn das, was in Absicht lebt, ist eine Story, auf Absichtslosigkeit trifft oder auf Nicht-Etwas, dass da was geschehen kann. Was natürlich wie gesagt, nicht beabsichtigt ist oder was gar nicht beabsichtigt sein kann. Aber trotzdem ist es auf eine Art, wie wenn sich das, was in Absicht lebt, daran aufreibt oder wie wenn da irgendwas anderes dieses System erfassen kann, energetisch. Aber das ist eine Story. Nur scheinbar. Natürlich.
Ihnen noch was, noch eine Geschichte, kurz eine Geschichte erzählen. Also es ist ein bisschen länger her, das war auf einem Vipassana-Seminar und es war so, dass in der Phase, in der man dann kurz vor Ende des Seminars für einen halben Tag oder Tag so zusammenkommt, um sie wieder zu normalisieren, habe ich immer ich gehört, meine Aussagen. Ne? Das war also deutlich, dass das, was ich verstehe jetzt ein bisschen mehr, was das war, wie das, was das ist. Aber damals hatte ich mich ja richtig regelrecht gefürchtet. Ne? Ich habe also ich gehört und das so hässlich empfunden und so. Und jetzt ist es so, dass ja, man immer hört, diese Methoden sind ja Methoden, die das, ja, ja. Jetzt ist ja so, es kann trotzdem während ich, es kann trotzdem etwas geschehen sein, ja. Unabhängig von der Methode. So, ne? Du kannst es nachvollziehen, was ich sage. Ja. Gut, das wollte ich einfach nur hören nochmal. Ja. Das ist mein Verständnis davon ein bisschen. Klar. Okay. Ja. Also das, was du beschreibst, ist das, was passiert, ist, was erscheint, ist Einheit. Und dieses scheinbare Ich macht dann, könnte dann theoretisch, kann da jetzt eine Geschichte dazu machen. Ah ja, das ist mir passiert, weil ich da geatmet habe. Ist das so, das ist die Geschichte dazu. Aber, ja. Genau. Ja. Diese Geschichte hatte ich verneint, weil ich immer gehört habe, ach, diese Methode, das ist ja jetzt Arbeit am Ich, ne? Therapie oder so. Ne? Da habe ich dann plötzlich einen Knoten in den Kopf gekriegt. Ne? Aber was da geschehen ist, ist unantastbar irgendwo. Also, ja. Gar nicht. Genau. Genauso wie das auf eine Art unantastbar ist. Das ist absolut, das ist es. Wumm. Nichts anderes, aber das ist es. Genauso wie es ist. Wumm. Ja, genau. Ja. Und es kann alles sein. Vipassana, anderes, scheinbar anderes Bewusstsein. Ich, wow, oder was auch immer, alles. Ohne Bedeutung, ohne Sinn, nicht, dass es im Prinzip irgendwo hinführt, aber, ja, unantastbar finde ich gut, ist cool, ja. Es ist wirklich unantastbar. Mit dem kann man nichts machen, nur scheinbar. Das scheinbare Ich versucht damit irgendwas zu machen, zu verstehen, zu akzeptieren, zu unterdrücken, zu verändern, irgendwas. Aber im Prinzip ist es wirklich unantastbar. Völlig unmöglich, dass das auf irgendeine Art angetastet wird, sag ich es nochmal. Cool. Ja. Es klang so und irgendwann verklang es. Ne? Plötzlich klang es und dann verklang es. Ne? Es ist wie wenn dieses scheinbare Ich, das ist irgendwie immer auf dem Sprung, energetisch. Das kann im Prinzip nicht sein. Es ist immer, okay, guckt immer schon nach vorne, wo geht's hin oder was bringt es, was macht's, wie ist es. Wenn es dann das Gefühl hat, es ruht oder es ist ein schöner Moment, dann kommentiert es gleich als, ah, das ist es, das ist es.
meint, dass sein Wissen über das, was passiert, die Sache vervollständigt oder komplettiert oder versucht es dadurch zu besitzen. Was auch immer unzählige Weisen, Verhaltensweisen, wie dieses scheinbare Ich scheinbar leben lassen. Und schon sehr detailliert. Kann dieses scheinbare Ich bei dem Kampf ums Überleben auch selbstzerstörerische Strukturen zeigen? Oder sag es mal so, wie ich es empfinde, bösartige? Auf eine Art ja. Ja. Also scheinbar, ja. Wobei ich den Eindruck habe, dass aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich trotzdem geglaubt wird, dass was Gutes getan wird. Also Soldaten, die Leute umbringen, das aber im Namen von Demokratie und Freiheit tun und unter Umständen wirklich dran glauben. Ich dachte da jetzt eher dran, also mir jetzt, Dinge einfach vorzugaukeln, um mich bei Stange zu halten, ne? Ja. Ja. So, wieder zurückzukommen auf gestern, diese Machtlosigkeit, Sinnlosigkeit und dann das dritte Wort, das fällt mir nie ein. Also scheinbar mir sind viele Zustände schon irgendwie passiert, also mir großgeschrieben, ne? So wie ich sehe, ich bemerke nicht, wer denkt, also Denken ist unabhängig von mir oder ja, halt so spirituelle Erfahrungen, die man sich irgendwie wünscht, ne, und dann glaubt, ich bin weiter jetzt auf dem Weg und jetzt geht es los, gleich geht das Feuerwerk los und so. Und war aber im Hintergrund auch immer die Befürchtung, es bestimmt wieder so, ne? Ja. Wieder weg. Ne? Ja. Und dann kam aber auch der Gedanke, wie mächtig dieses scheinbare Ich ist oder irgendwas, um mir solche Sachen vorzugaukeln, dass auf nichts Verlass ist. Also, dass er mir sogar das Erwachen vorgaukeln kann, ne? Durch irgendwelche, keine Ahnung, Hormonausschüttungen oder emotionale Gefühle, ja. Oder ja. Ne, wie ich die Welt wahrnehme. Ja, und entweder ist es mal wieder Schall und Rauch, ne? Peng, weg. Ja. Also sehr merkwürdige Gedanken, die so auftauchen, wie zum Beispiel dieser Weltuntergangstag, ne?
Hätte ich mir sehr herbeigewünscht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ne? Das war heftig, ja, ne? So. Wurden viele enttäuscht. So, das Gute daran wäre auch noch, dass meine, ne, sorry, nicht falsch verstehen, meine Kinder, ne, auch dann gestorben wären, dann hätten sie wenigstens nicht traurig sein müssen, dass ihre Mutter aus dem Fenster gesprungen wäre oder ja, so. Ne? Alle fliegen, sondern ist alles weg, peng, hat sich ja alles erledigt, ne? Ruhe, ja. Schicht im Schacht. Ne? Und noch nicht mal darauf kann man sich verlassen. So wusste ich doch, die Scheiße geht weiter. Ne? Danach kam aber der Gedanke, ne, vielleicht bin ich ja die einzige Idiotin, die übrig geblieben ist. Ne? Alle haben es geschafft, nur ich sitze in so einer Form von, ne, Film fest. Ne, irgendwie. Ja. So, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also ich bin die Einzige, auf die noch gewartet wird. Damit es weitergehen kann. Eigentlich wäre der 21.12. der Tag gewesen, aber dann war noch jemand nicht bereit. Ja. Also es hört sich aus meinem Mund im Satz sagen oder so immer ganz lustig an, ne? Aber das ist, ich empfinde es meistenteils gar nicht lustig, ne? Das ist, geht sehr tief und ist sehr schmerzhaft. Ja. Also auch wenn ich jetzt so ganz lustig sage, vielleicht bist du ein Psychopath, ne? Und erzählst, ne? Hast irgendwie eine psychische Krankheit, ne? Das ist eine Befürchtung tatsächlich, die in mir schmerzt, ne? Es geht einigen so. Nicht ich, sondern du, also du. Versteh ich. Psychopath. Ja, weiß ich. Hab ich verstanden. So, dass ich mich halt wieder verlaufen habe, wieder auf dem Irrweg bin. Ja. Ne? Ja. Also solange da jemand ist, der glaubt, auf einem Weg zu sein, ist natürlich Irrweg. Ist klar, weil da ist kein Weg. Das ist klar. Also es gibt nichts zu holen, auch hier gibt es nichts zu holen. Und wir hatten es gestern davon, also das kann wirklich aus Sicht von diesem scheinbaren Ich wirklich existenziell sein. Klaro. Natürlich. Und es spricht die ganze Zeit mit sich selber. Und wenn man glaubt, sobald da in Anführungszeichen der Glaube ist, jetzt habe ich es, in diesem Gedanken steckt schon, es könnte aber auch früher weg sein, schon drin. Das ist eins, das ist untrennbar. Aber was du beschreibst, ist es auf eine Art. Da ist nichts anderes, sondern das. Na, das ist aber ziemlich Hammer, ne? Ja. Das ist irgendwie hammerhart. Das ist so. Ja, Einheit ist Hammer. Wirklich. Und dieses scheinbare Ich lebt in Bildern eben. Wie Erwachen aussieht. Was Erwachen ist. Öffnung des Herzchakras oder was auch immer. Sich blenden fühlen, alles flutscht. Aber das ist eben die Idee von diesem scheinbaren Ich. Dass es auf einem Weg ist und am Schluss ein persönliches Ereignis Erwachen steht. Und dann der Eintritt in einen Zustand,
in einen persönlichen Zustand von Glück, von Freude, von Liebe, sowas. Ja. Und es gibt's einfach nicht. Also es gibt dieses persönliche, es gibt kein persönliches Erwachen. Das ist ja die Paradoxie, dass ich sage, ich will erwachen, obwohl das ich gar nicht erwachen kann. Ja. Okay. Und es auch gar nicht wirklich will. Genau. Ja. Aber trotzdem sozusagen die Möglichkeit eröffnet. Ne? Ja. Weil genau die Möglichkeit des Erwachens ja vom Erwachen ablenkt. Weil es nur irgendwann vielleicht passiert. Im Prinzip. Nicht jetzt. Ja, genau. Ja. Dass ich sagen würde, das Erwachen ist schon. Ja. In dem Moment wird es puff machen, dass ich mehr weg. Also, als Bild, ja. Das irgendwie. Ja. Das ist diese Paradoxie, oder? Das, ja. Dass ich es will, obwohl ich weiß, dass es gar nicht geht, dass ich erwache. Ja. Also die Person. Sondern dass das Erwachen ohne die Person geschieht. Ja. Das ist immer dieses Hin und Her. Ja. Es ist wirklich ausweglos. Es ist ein scheinbares Dilemma. Mhm. Ja. Oder aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich-Dilemma. Ein völlig auswegloses Dilemma. Ja. Ja. Und dieses scheinbare Ich kann sich an diesem Dilemma wirklich abarbeiten. Mhm. Bis zur Verzweiflung. Bis zu einem völligen Gefühl von ich will nicht mehr, ich will sterben. Was dann auch nicht zwangsläufig zu irgendwas führen muss, aber ja. Mal so, dass also dass ich, also bei mir ist es nicht so, nicht gar nicht so, dass ich denke, ich will sterben, sondern es wird auch wieder paradox. Ich will, dass ich stirbt, das ist ja auch unsinnig. Ne? Ja. Im Prinzip ist das, was das ich will. So stellt es sich persönlich das Erleuchten vor. Dass ich stirbt und dann bin ich frei. Dann bin ich ohne. Ja, das ist völlig absurd. Ja. Ja. Also wer sagt denn da, ich, dass ich muss sterben? Also das ist ja auch wieder ein Ich. Ja, natürlich. Das wird so versteckt hängt nochmal eins. Ja. Also man kann das gar nicht sagen. Ja. Also wenn man es quasi richtig formuliert, also man kann es nicht formulieren. Also weil man es formuliert, dieses ist ein Erwachungsgedanken, ist er falsch. Ja. Ja. Es weil immer dann etwas da ist, das es formuliert. Ja, es ist etwas da, das das will, dass etwas geschieht, damit dann was anderes sein kann. Dann die komplette Story von Suchen. Mhm. Scheinbar etwas sucht etwas, damit dann Einheit sein kann. Mhm. Ja. Das ist Trennung, scheinbar. Ja. Und es ist eben das mit diesem ohne Ich-Sein, mit diesem ohne Ego-Sein oder wie auch immer, dieses scheinbare Ich glaubt, macht selbst daraus eben eine persönliche Erfahrung in seiner Vorstellung, dass ich seine Abwesenheit erleben kann. Mhm. Und das genießen kann. So. Deswegen kann man es gar nicht wollen. Ja. Also als mir das irgendwann, also hier war das irgendwann so ziemlich klar, dass es eigentlich meistens, also auf eine Art nicht, wie gesagt, dieses Ich kann wirklich auch dran leiden und so, aber dass ich diese Story von Erwachen, dass das mehr oder weniger Lippenbekenntnisse waren
von ich will erwachen und ich bin auf dem Weg. Weil es ziemlich kommt dann nämlich, das kann passieren, dass man denkt, nee, also dieses Ich will das nicht. Dieses scheinbare Ich will nicht abwesend sein. Mhm. Und dann fragt man, wenn jetzt nicht, dass ich das nicht will, wer soll es sonst wollen? Ja. Da ist nichts, dass das wollen kann. Ja. Hm? Ja. Das Nichts kann nichts wollen. Ja. Genau. Ich meine, es ist eben das scheinbare Trennung, sich als jemand wahrnehmen, mhm. ist nichts, ist Einheit. Es geht nirgendwo hin, es gibt keine Richtung. Die Vorstellung, dass sich etwas verändern müsste, findet einfach, ist schon die Traumwelt. Mhm. Das ist, was erscheint, aber das ist nicht da, damit hier jemand sein Ich verliert. Das ist es schon. Es gibt nichts zu verlieren, es gibt kein Ich. Sondern nur das, was erscheint, genauso. Also man kann sagen, dass das Ich eigentlich die Dualität erschafft. Oder, es ist, oder eine seiner Aufgaben, oder seiner wesentlichen Aufgaben sozusagen, die Trenntheit immer wieder zu behaupten. Ja. Immer wieder zu sagen, ja. Wobei, wie gesagt, das sagt es nicht nur, das lebt in dieser Traumwelt mhm. aus Trennung. Das erfährt einfach, ja, ich bin hier und du sitzt dort. Mhm. Als Realität nicht nur, das ist nicht nur ein sich einreden, also, würde ich jetzt beschreiben. Das ist, ja. Aber es ist im Prinzip das Einzigste, was in dieser Dualität lebt. Oder was glaubt, Dualität ist Realität, sagen wir so. Aber für dieses scheinbare Ich ist es Realität. Absolut. Es kann nur so, das lebt einfach so. Und ja, es macht nichts anderes. Ja, es ist wie in beide Richtungen. Es gibt das Ich, weil es Dualität gibt, und es gibt Dualität, weil es das Ich gibt. Also, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt eben, dass es Dualität gibt, ist eben Illusion. Dualität. Aber ohne Ich gäbe es ja keine Dualität. Das meine ich. Ja. Das meine ich. Ich würde es eher so umbeschreiben, dass jemand sein quasi dann diese künstliche Realität, Dualität stattfindet. Mhm. So. Nicht die Dualität zuerst, sondern das ist nicht so. Ja. Wobei da überhaupt nicht zuerst ist. Es ist eins, es gehört zusammen. Sich als jemand wahrnehmen ist Leben in der Traumwelt von Dualität. So. Und solange da die Wahrnehmung ist, jemand zu sein, ist das so. Da kann innerhalb der Story dran rumgearbeitet werden, es kann Einsichten geben, Einblicke, es kann Bewusstseinsveränderungen geben, wo man da ein bisschen dran rumsieht und rumarbeitet. Aber letzten Endes bleibt diese Wahrnehmung von ich bin jemand, ich lebe auf einer Welt, in Zeit, in Raum, es geht irgendwo hin und ich bin auf einem Weg. Die meisten denken, auf einem Weg zu was Gutem, im Endeffekt führt der Weg ins Grab. Aber das ist mal sicher. Dieses scheinbare Ich lebt irgendwie ständig in einem Glauben oder in einer Hoffnung, das Beste kommt noch. Auch wenn es das vielleicht nicht so, oder vielleicht wenn es mies läuft, dann wenigstens die Hoffnung auf was Besseres. Aber irgendwie immer die Hoffnung, den Eindruck, okay, also das
irgendwas muss noch passieren, da kommt noch was. So. Und wenn es mies läuft und die Hoffnung auf dieses Ergebnis schwindet, dann ist Leiden. Und wenn es gut läuft und die Hoffnung darauf, ah ja, es passiert wirklich, es sieht so aus, als ob ich auf dem richtigen Weg bin, dann ist Aufleben. Was ist dann, wenn das Leiden deswegen entsteht, weil man aufwacht und das Licht ist immer noch da? Was ist das für eine Situation? Auch da, ja, das ist diese auch da ist alles möglich. Kommt aus dieser paradoxen Geschichte. Und im Prinzip, so wie du das sagst, ist es unmöglich. Aber es gibt viele Leute heutzutage, scheinbar, die durchaus diese Ich-Losigkeit kennen, aber zurückkommen. Dann könnte man auf eine Art sagen, die sind erwacht. Aber die berufen sich immer auf ein Ereignis, das mal war, von dem sie glauben, sie hätten es erlebt. Aber da war einfach niemand. Und für viele ist diese scheinbare Phase durchaus schwierig. Weil da vieles irgendwie klar ist und offensichtlich, zum Beispiel Sinnlosigkeit oder alles ist leer oder nichts bringt mir was oder keine Übung führt wohin, wo das auch energetisch klarer ist. Also nicht nur als Konzept begriffen, sondern es ist offensichtlich, aber trotzdem ist da jemand, der es erlebt. Und das kann auch sehr unangenehm sein. Das ist eine andere Form von Leiden, aber es ist auch leidvoll. Ja. Manche beschreiben das wie so ein bisschen in der Wüste stehen. Überall ist nichts, aber ich bin noch da. Aber da ist immer noch Trennung. Ich und das, ja. Und da außen und da ist nichts. Man könnte ja das Ich, das hast du ja auch gesagt, also die Einheit erscheint als eben Körper, Gegenstände und so weiter, erscheint auch als Ich. Ja. Also man könnte ja das Ich einfach als so eine. Und wie geht das? Also du hast vollkommen recht. Das ist genau das. Da ist nur das, was erscheint. Und auch. Und was erscheint, erscheint auch als scheinbare Trennung. Also als ich als jemand wahrnehme. Ja. Eben die Dualität erscheint auch. Die Trennung, also. Ja, ja. Aber es ist Einheit. Es gibt keine Trennung. Die erscheint. Das Dilemma ist, dass das, was erscheint dieses scheinbare Ich, aber trotzdem nur in Dualität leben kann. Auch wenn es intellektuell begreift, dass es eigentlich Einheit ist. Was ihm aber überhaupt nichts bringt, weil es nur in Dualität und in Suchen leben kann. Ja, das ist dieses Paket, das es immer mitteilt. Also dieses Einteilen. Also eben dualistisch beurteilen, obwohl es in der Einheit erscheint. Ja, obwohl es selber nicht etwas ist. Es erlebt sich als etwas, ist aber nicht etwas, ist auch nicht etwas. Ja. Das ist dann vielleicht das, was du energetisch nennst, das ist wie eine Energie, die so zwar in der Einheit ist, so würde ich sagen, aber so verklumpt irgendwie und irgendwie so zusammengezogen. Ja. Und daraus baut das Ich dann eben diese
die Welt so, dass sie sagt, ja, es ist alles getrennt. Genau, hier, das genau. Dadurch entsteht Raum, quasi hier und dort. Ja. Sobald es ihn hier gibt, dann kann es erst dort geben. Und Zeit. Und Zeit, genau. So könnte man das beschreiben. Ja. Könnte ich sagen, diese Befreiung als Story oder Erwachen ist quasi dieses So-Sein, ich bin jemand, einfach zu. So. Auch als Bin. Und kann das Ich auch ab und zu wieder erscheinen oder ist es dann ganz weg? Es erscheint vielleicht luftiger, oder? So wie er. So würde ich es sagen. Ja. Wobei dann eben kein Ich mehr erscheint, sondern dann nur das ist, was ist. Mhm. Ja, das macht gar keinen Sinn. Ja, ja. Ich sage manchmal, das, was erscheint, kann auch sehr scheinbar persönlich erscheinen. Mhm. Also, aber da ist kein Ich. Es gibt einfach kein Ich. Und im Prinzip, wovon im Endeffekt gesprochen wird, geht wirklich über dieses Ich-Sein, Nicht-Ich-Sein hinaus. Mhm. Und dann ist da einfach nur was erscheint. Mhm. Das ist im Prinzip das Faszinierende und das völlig Unerklärliche, dass dann gesehen wird, dass es nie ein Ich gab, dass im Prinzip nichts verschwindet, dass dieses ganze Ding von Verschwinden im Prinzip eine Geschichte ist, die so als Realität nicht gibt. Also letzten Endes, hier war nie ein Andreas, der verschwunden ist. Das kann ich so weit auch verstehen, weil das ist ja sozusagen, wenn es keine Zeit gibt, wenn es zeitlos ist, dann ist ja alles das, was scheinbar vorher war. Ja. Also dieses scheinbar der vorherige Ich, das eben nicht erleuchtet war, ist in dem Moment des Erwachens, wo quasi die Zeit zeitlos wird, wird erkannt, dass es das eh nicht gab. Ja. So wie. Ja. Und das ist ja das, woraus man dann den Schluss zieht, eben, man war eh immer schon erwacht. Ja, immer ja, weil ja, diese Zeit dann auch eine Konstruktion ist. Ja. Ne? Ja. Und wenn man diese Einsicht hat, dass die Zeit wegfällt oder dass es zeitlos ist, dann ist dieser ganze, der ganze Weg, den gibt es gar nicht. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Fühlt sich an, als hättest du was verstanden. Ne? Also ich meine, das ist jetzt, das sind ja auch Konzepte, also wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht, also das ist das, was ich immer sage. Ich habe immer das Gefühl, ich kann es bis zu einem gewissen Grad so an, ich nähere mich mit dem Verstand an, weil eine andere Möglichkeit habe ich im Moment nicht. Also ist da nicht, sondern es ist so der Verstand. Kann sich dem bis zu einem gewissen Grad annähern. Und dann passiert aber, dass eben aus dem entsteht dann das Leiden, weil man ist so nah dran, man steht so hinter einer Scheibe, guckt raus, aha, so ist es, aber man steht immer noch hinter der Scheibe. Ja. Ne? Ja. Also die wirkliche. Und natürlich ist der Blick durch die Scheibe jetzt, um dieses Bild zu sehen, der Blick durch die Scheibe ist einfach was völlig anderes wie draußen stehen. Genau. Die Scheibe ist noch irgendwie marmoriert oder hat irgendwelche Muster drin und man kann schon ahnen, aha, so,
so ist es und es klingt schon so, als würde man es, aber es ist nichts. Es ist was gänzlich anderes, als wenn die Tür aufgeht und man rausgeht. Ne? Ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, je mehr man auf die Schreibe schreibt, was man verstanden hat, desto mehr wird sie undurchsichtig und, ne, und es verschwindet eigentlich nicht. Ja. Also man muss eigentlich gar nicht da immer draufschreiben, sondern muss einfach die Tür aufmachen. Ja. Ja. Das ist so der Moment, an dem ich so bin. Ich merke das durch dieses ständige an die Scheibe schreiben. So wie ein Gegenteil passiert. Ne? Ja. Ja. Deswegen habe ich auch eigentlich wieder mit Zazen angefangen, da sitzt man einfach. Ne? Und das ist völlig unsinnig, das überhaupt zu tun, aber das ist im Moment das Einzige, was mir bleibt. Also, oder jetzt halt hierher kommen, aber da fange ich auch schon wieder an zu schreiben. Ja. Ja, das ist... Ich habe das gesagt, weil es auch so mir auch so vorkam. Ne? Also ich selbst bin auch jemand, der gute Modelle oder so gerne hat. Und dann kann man auch schließen auf, mit guten Modellen kann man auch den nächsten Schritt erschließen, möglicherweise irgendwie so etwas. Und das hat sich für mich dann so angehört. Du hast dann was gesagt und Andrea sagt, ja, 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 da habe ich gehört, das ist ein Modell und damit erschließt er den nächsten Schritt. So muss es doch sein. Aber er ist ja nicht da, er ist ja nicht... Du bist noch hinter der Scheibe sozusagen, habe ich gedacht. Und scheinbar. Vielleicht. Oder weiß ich auch nicht. Und so halt. Ne? Und deswegen hatte ich dich das gefragt. Ich meine, es ist auf eine Art so dieses Bild von der Scheibe. Ne? Also dieses scheinbare Ich sucht. Und es ist nicht so, dass mehr Suchen zu mehr finden führt, sondern eher zu noch mehr Suchen, zu mehr Verzweiflung, zu mehr sich abrackern. Wie du sagst, dieses, die Scheibe immer voller schreiben, führt eigentlich dazu, dass es noch weiter scheinbar wird. Und noch zu dem Bild, natürlich ist da jemand, der die Türe aufmachen kann in Deutschland. Das Ganze ist ein Bild. Das, wie alle Bilder haben. Oder wahrscheinlich auch so, dass wenn jetzt man die Tür öffnet und rausgeht und sich runterhält, dann war wieder eine Scheibe. Es war weder eine Scheibe noch eine Tür noch ein Licht. So was in die Richtung. Ja. So. Und dass nie jemand durchgegangen ist und dass es nichts. Leere. Ja. Nicht etwas. Leere, die fleißig über sich selbst schreibt. Und dadurch verhindert, sich selbst zu erkennen. Ja, ist alles nicht etwas. Ist alles das, was passiert, ist nicht etwas. Ja. Das, was erscheint, Sitzen und Sprechen und Zimmer und Gedanken und Gefühle, ist nicht zu begreifen. Das ist nicht zu begreifen. Es ist nicht etwas, es ist keine Sache, es ist Lebendigkeit, es ist Leben, es ist saftig, aber es ist nicht zu begreifen. Es ist kein Ding, es ist keine Sache. Leben ist keine Sache. Oder das, was erscheint, ist keine Sache. Also wenn man sagt, es ist nicht zu begreifen, was ich gestern schon gesagt habe, dann bedeutet das ja, dass man nicht mit seinem Verstand, begrenzten Verstand, das Begreifen verstehen kann. Also weil eben das Gehirn auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und dafür ist es einfach überfordert. Ja. Aber meine Frage ist, welche Rolle spielen die Sinne bei dieser ganzen Geschichte? Weil Einheit ist ja auch keine Wahrnehmung in dem Sinne. Ja, ne? Ja, spielt keine Rolle. Also die Einheit wird ja nicht jetzt wahrgenommen über die Sinne, sondern das, also es ist keine Wahrnehmung. Ja. Ne? Ja. Also man kann sie auch nicht wahrnehmen, nee. Eigentlich. Ne? Nee. Nicht nur nicht begreifen.
Man kann sie nicht erkennen, nicht begreifen, man kann sie nicht fühlen, nicht wahrnehmen, nicht erkennen, nicht wissen, nicht. Ja. Genau. Weil zu diesen ganzen Sachen braucht es eben die Trennung. Hm. Eine scheinbare Trennung. Damit Wahrnehmung stattfinden kann, braucht es jemand und braucht das, was wahrgenommen wird. Das meine ich gestern mit dem, dass es echt der Hammer ist, wenn Subjekt und Objekt zusammenfallen. Da bricht alles weg, ne? Ja, völlig. Total. Völlig, ja. Dieses scheinbare Ich würde gern irgendwas machen, um es zu haben. Wenn es nur es wahrnehmen können. Und dann also auch lernen könnte, Einheit wahrzunehmen. Mhm. Mit dem, wovon hier gesprochen wird, nichts zu tun. Und für dieses scheinbare Ich, aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich, ist es natürlich oder kann es ungeheuer beängstigend sein, weil es sprichwörtlich alles verliert. Selbst Wahrnehmung. Selbst sich selbst letztendlich. Ein Gefühl von einem eigenen individuellen Sein. Und das ist natürlich, das kann natürlich einfach heftig sein oder irritierend, mindestens irritierend. Ne? Kann sein. Muss nicht. Weil es da, sag ich mal, man könnte auch sagen, dieses in Einheit oder in Befreiung ist einfach völlig Leben in Nichtwissen oder in Unwissen, in Unwahrnehmen, in Nichtbewusstsein, in ja, völlig Nichtwissen, sich selbst nicht kennen und nicht wissen, was passiert. Nicht wissen, was das ist. Keine Instanz da, die weiß, was hier passiert. Keine Instanz, die sich durch dieses Wissen sicher fühlen muss. Ah ja, alles gut, jetzt sind wir in Berlin und Geld im Geldbeutel und alles sicher. Da ist wie, und das ist schon fast eine Geschichte, da ist wie nur Staunen auf eine Art, energetisch. Und eben keine Gedanken von oh, das ist Einheit, das ist Einheit, so ist Einheit, alles ist eins. So. Und dann kommt halt unweigerlich wieder die Frage, die immer kommt bei solchen Gesprächen um die Einheit, was kann man tun? Ja. Nichts kann man tun. Also das ist ja schon etwas, was die Leute da wissen wollen. Also okay, jetzt habe ich es in etwa vielleicht verstanden. Ja, okay, jetzt so komme ich wieder. So müsste es also sein. Ja. Aber was kann ich jetzt tun? Oder? Ja. Wobei die Antwort nichts ist eigentlich schon falsch. Mhm. Im Prinzip ist die Antwort, da ist niemand. Also die Frage ist schon. Kommt schon aus was Illusion. Kann ich tun? Genau. Ich kann gar nichts tun. Ja. Also für das. Da ist kein Ich, das tun oder lassen könnte. Also die Frage findet schon statt aus scheinbarer Trennung heraus, die es aber gar nicht gibt. Was kann hier getan werden? Thank you.
Ja, man kommt nicht hin, dadurch, dass man Wörter umstellt. Ja, man könnte fragen, die Frage wurde schon gestellt, was ist das hier? Also, dieses Meeting, ja. Das ist im Prinzip die gleiche Frage, finde ich. Ne? Weil da steckt ja auch drin Sinn und Nutzen, ne? Dieses Treffens zum Beispiel für den... Ich weiß nicht, was hier so komplett im Unsinn. Ja. Es ist nicht etwas. Und es hat keinen Sinn. Absolut nicht. Mhm. Aber also es gibt keinen Sinn. Nicht nur das hier hat keinen Sinn, sondern... Deswegen ist es ja Unsinn. Ja. Ja. Das ist eben schön. Also es braucht keinen Sinn. Das, was erscheint, braucht keinen Sinn, um genau so zu erscheinen. Freiheit. Das erscheint einfach, also ich meine, das macht so erstens. Ja, genau. Und dann wird es schon schwierig mit zweitens. Womit die Frage nicht beantwortet wurde. Womit die Frage nicht beantwortet wurde. Ja. Welche Frage? Meistens gesagt. Ne? Ja. Einfach so. Ja, es gibt hier kein Interesse. Mhm. Was machst du da? Ich versuche, eine Familie zu ernähren. Besser machen. Das finde ich auch gerade. Aber auch schlechter. Warum auch schlechter? Das ist doch gar nicht schlecht, dass es so eine Bekloppten gibt, die nicht hierher kommen, ohne zu wissen, warum. Ich habe Gott sei Dank. Wissen, dass es nicht bringt. Ja. Schläfchen auf den Futon. Also, das ist es. Das ist Einheit. Es führt nirgendwo hin. Da kann es, also Absicht findet einfach nicht statt. Ehrlich gesagt, für mich war das nie ein großes Problem. Ich habe öfter solche Einsichten gehabt, dass das gar nicht Sinn des Lebens, das Leben selbst zum Beispiel. Ne? Ja, also zum da gab es gar keinen Zweifel dran. Ne? Ja. Und so, aber letztendlich dann gibt es doch eine Verwirrung. Dieser nicht Geld, sondern der Schlüssel für ist mir nicht, ich kann es nicht tun. Also. Ja. Ja. Es ist, wie gesagt, diese auf eine Art in Sinn leben gehört auf eine Art zu dieser Traumwelt. Also auch wenn
verstanden oder dass es keinen Sinn gibt, wenn es auch Einsichten gab oder wie auch immer. Letztendlich, solange oder sobald da die Wahrnehmung ist, jemand sein, ist eben dieser, ist eben dieses Paket von Leben, von der Wahrnehmung auf dem Weg zu sein und sich dann zu fragen, war das jetzt gut für mich, war es nicht, war das jetzt Sinn? So einfach. Ja. Mhm. Klar. Da kommt einfach die Frage, ja, wofür das Ganze? Irgendwann, irgendwie. Wenn es dann in Anführungszeichen konkret wird. So, ja, natürlich gibt es keinen Sinn, aber warum sitzt man denn jetzt hier? So. Man muss ja irgendwo sitzen. Ja, das ist schon so. Ja, muss man doch ja, ja, das ist irgendwo. Ja. Das ist halt, ja. Irgendwo ist man halt. Ja. Das hängt auch mit diesen Entscheidungen zusammen, mit dem Besseren. Das ist halt irgendwie, es geschieht halt und dann, ja. Nachher kann man sich fragen, warum. Also wenn ich mein Leben so angucke, dann merke ich, also, ich habe oft nichts entschieden und mich anschließend frage, was mache ich da? Warum bin ich da? Ja. Also es geht mir manchmal so. Habe ich jetzt das entschieden, dass ich jetzt dort oder dorthin gegangen bin? Denke mir aber andererseits, ja, ein Leben ist halt so, ne? Also dieses scheinbare Leben funktioniert halt so. Also man muss irgendwas tun. Dinge ja. Passieren. Oder irgendwas man passiert. Wird, ja. Man wird getan auf ja. Ja. Also es ist irgendwie, man kriegt Kinder und irgendwas. Also es ist irgendwo dann zu fragen, ja warum hier und nicht da und warum dort und warum. Also es ist unsinnig, weil es irgendwas passiert. Ja. Irgendwas geschieht. Aber auf diese, meine Ebene ist dann eher die psychologische. Wie sage ich, möchte hier was haben? Wenn wir ehrlich sind, du hast gesagt, wenn ehrlich betrachtet, will das Ich nicht verschwinden. Ja. Natürlich nicht. Klar, das glaube ich alles und wäre unplausibel. Aber es macht sich vor, dass es hier etwas zu holen gibt. Absolut. Etwas, für, um größer zu werden oder um zu bestehen. Oder vielleicht glaubt es auch, damit es verschwindet. Oder damit es kann auch geglaubt werden. Natürlich. Okay, möglich vielleicht. Aber eben als, wie wir es vorher hatten, als diese persönliche Erfahrung. Von ich bin weg und dann genieße ich das. Ja, als Gewinn. Als genau, auch als persönlichen Gewinn. Okay. Und das ist doch, da brauche ich gar nicht weiter zu suchen. Ich befinde mich ja im Ich irgendwie scheinbar. Okay, sagen wir mal das. Ja, ja. Das funktioniert, ne? Ich funktioniere. Ja. Und auf der Ebene ist klar, warum ich hier bin. Ja. Okay. Wenn ich ehrlich bin. Und ja. Das ist schon ganz schön viel, finde ich. Also das ist schon ganz schön, geht schon ziemlich tief in die. Ist zwar Psychologie, aber das geht ziemlich tief. Okay. Für mein Verständnis. Aber es hat was mit Erkenntnissen zu tun und psychologischer Deutung irgendwo auch. Ist auch ehrlich irgendwie. Ja. Es macht Fortschritte Richtung Ehrlichkeit. Ja, ja. Ja, gut, okay. Ich meine, es ist klar, dieses scheinbare Ich sitzt hier, weil es was will. Eigentlich überall. Aber hier ist besonders schön zu spüren, dass es immer wieder hochgradig frustrierend ist, weil es nichts bekommt. Weil es offensichtlich absolut nichts bekommt. Ja. Kein Trick mehr. Ja. So ein Ansatz da. Also auch das ist energetisch, aber hier ist absolut kein Impuls oder im Prinzip findet die Möglichkeit gar nicht statt, dass was gegeben werden könnte, weil da offensichtlich niemand ist, dem was gegeben werden kann.
Es ist keine gespielte Absichtslosigkeit oder keine Absichtslosigkeit als Methode, um dann so hintenrum was zu erreichen. Nee, da ist einfach, da ist nur das, was passiert, offensichtlich, und da kann keine Absicht stattfinden. Das ist das quasi scheinbar, diese zwei Energien aufeinander fallen. Oder dass dieses Etwas, das in Etwas lebt und in Absicht und ich bin hier, weil und ich möchte was kriegen, offensichtlich auf nicht etwas stimmt. Also energetisch, nicht jetzt persönlich hier, energetisch auf nicht etwas stößt, auf Absichtslosigkeit. Und das ist, das hat Kraft, also scheinbar, das ist scheinbar, das hat oft eine Art Power. Aber klar, das ist scheinbar, ich versuche trotzdem, das lebt trotzdem, indem ich, was ich verstehe und versuche rauszufinden, was es hier gibt und, ja. Die wird völlig unterlaufen, dieses Ich. Schein. Untergraben, offen. Aber nicht aus einer Absicht raus, sondern in Anführungszeichen ganz automatisch. Wie es im Prinzip immer untergraben wird, nicht nur hier. Nicht erklärbar, das finde ich aber, das ist irgendwie schön, dieses, was passieren kann, ist nicht erklärbar, aber da ja über alles gesprochen wird und das scheinbare ich ja auch alles ist, ja, kann also irgendein ansprechen, kann also was passieren, weil es ja auch alles ist. Ja, ja. Das ist eben bloß überhaupt nicht greifbar. Ja. Weil, ne, so. Also was das macht, sozusagen, das ist nicht wirklich fassbar. Ja. So, ja.
Und die Anarchie kommt jetzt gerade so. Das hat ja auch was. Ja, ja. Völlig wild, völlig lebendig, 100%. Nichts, das irgendwie kontrolliert oder ordnet oder alles schön auf dem Boden hält. Einfach. Ja, voll geil. Ja, 100%, immer nur 100%. Ja. Nichts, das in Trennung lebt, sondern voll on. Aber auch das findet schon statt. Also es ist das, das ist voll on Leben oder Lebendigkeit. Ich halt, das hält gerade aus, lange, lange nicht mehr hier. Ja. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Mensch. Ist der Tagtraum eigentlich vergleichbar mit dem Traum im Schlaf? Also im Schlaf hat man ja nicht das Gefühl, dass man da Macher ist, sondern da wird auch geträumt und erscheinen Dinge. So aus dem Nichts, so völlig unsinnig, ohne. Verwandelt sich dann wieder in irgendwas anderes und... Jein. Weil ich habe das Gefühl, dass auch im Traum irgendwie das Gefühl da sein kann, dass es mir passiert. Hm. Aber ja, manchmal würde ich auch sagen, das hat eine traumgleiche Qualität. So... Also dieses real und irreal oder es erscheint, hat als Beschreibung, es hat das Traumgleiches irgendwie, mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, im Traum nachts kann durchaus das Gefühl sein von ich träume, das passiert mir auf der Hand. Also entweder der Traum passiert mir oder das Geschehen im Traum passiert mir. Ich würde es eher mit Tiefschlaf vergleichen.
Was wird mit Tiefschlaf, kann man vergleichen? Vergleichen. Ja, ich würde sagen, das, wovon hier gesprochen wird, ist im Prinzip Tiefschlaf. Mhm. Also die Abwesenheit von jemandem, die komplette Abwesenheit von jemandem. Und da ist einfach nichts, nicht etwas. So wie in Anführungszeichen das hier, nichts, nicht etwas ist, in nichts. Ja, was ist das? Was ist jetzt? Das habe ich aber auch schon gelesen, dass manche diesen Zustand mit dem Tiefschlaf vergleichen. Mhm. Ja. Das ist überraschend für mich. Ja. Weil Tiefschlaf ist nicht erfahrbar, natürlich. Und dann hättest du ja den gleichen Tiefschlaf wie ich. Also dann wäre das hier ja schon Tiefschlaf. Ja. Also. So ist es. Genau. Ich würde sagen, bewusster Tiefschlaf, Tiefschlaf, Tiefschlaf. Hm. Ja. Ja, eben. Es hat in dem Sinn nichts mit Bewusstsein zu tun. Eben nicht, dass hier ein wie auch immer persönliches oder unpersönliches Bewusstsein sitzt, das Einheit erlebt. Mhm. Deshalb auf eine Art ist es einfach, also es hat diese Art von Setting an sich, dass es auf eine Art natürlich irreführend ist, dass hier scheinbar etwas sitzt, der scheinbar davon berichtet, aber das ist im Prinzip schon die Illusion, ne? Dass hier jemand sitzt, der von einer persönlichen Erfahrung berichtet.